Mary? James? Where are you? I'm waiting. I'm waiting for you. Please, come to me. Do you hear me? Fahr doch mal die Antenne aus, James. Dann verstehen wir vielleicht mehr. But where? Where are you? Ey, wir waren bestimmt in irgendeinem Rausch oder so. Oder wir haben selbst vielleicht eine psychische Krankheit, mentale Probleme und wir dachten vielleicht, unsere Frau, haben die als irgendwas anderes gesehen oder so. Haben sie dann in so einem Rausch erwürgt oder so ein Scheiß? Oh nein. Das ist ja alles wieder so vom Quarks und vom Mordot. Oh nee, alles verschimmelt. Boah, aber krass. Ich frage mich immer noch, warum ist Laura hier? Wo ist Angie jetzt? Sie sucht doch noch nach ihrer Mama. Oh, aber ich habe nichts mit Angie zu tun, oder? Nicht, dass ich irgendwie ihr Papa bin und sie sucht ihre Mama oder so ein Scheiß? Okay, ich sag Bescheid, Flint. Don't disturb. Ah, gruselig. Okay, wir sollen diesen Wagen benutzen. Okay. So, sollen wir den einfach mal vorschieben vielleicht? Hä, wohin mit diesem Wagen? Oh. Oh nein, ich wollte es lesen! Oh shit. Es gibt keine Heilung für deine Wunde. Die Wunde ist tief. Okay. Okay, wir müssen auch irgendwo oben jetzt hier mal durchkriechen. Oder wir können einfach hier durch. Vielleicht haben wir es deswegen einfach. Ach so. Deswegen einfach weggeschoben. Es klappt immer noch nicht. 22. Aber so ein Fragezeichen irgendwie. Warum ist hier ein Fragezeichen? Haben wir irgendwas vergessen? Hm, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wofür dieser Wagen hier da ist. Also der ist doch immer, um irgendwo hochzukommen, aber ich sehe hier gar nichts. Wo wir hochkommen könnten. Oder sollen wir den ganzen Gang vielleicht mal lang schieben?
James. Ich glaube, wir hängen. Ah ja. Ah, hier. Hier können wir rein. Das sieht mir so nach Kampf aus da unten. Rein da! Hab kaum noch Munition. Wie ruhig das jetzt auf einmal ist, oder? Und wo sind wir auch? Welche Etage ist denn das? Zweites Geschoss. Oh. Wascht euch, reinigt eure Körper, säubert meine Augen von der Bosheit eurer Taten. Können wir hier rein? Nee. Vielleicht übers Klo? Können wir über so ein Klo irgendwie rein? Nee, ne? Ah, doch. Holy shit. Liegt alles auseinander jetzt. Das ist ja der Leseraum. So viele Speicherstände. Gerade irgendwas, wo wir hin müssen. Eigentlich nicht, ne? Ich glaube, wir müssen einfach nur einen Weg hier durch irgendwie finden. Bis hier irgendwie was passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt gleich nochmal ein fetter Boss. Hier fliegt alles auseinander, ey. Dieses schöne Hotel. Vielleicht kommt es auch noch mal eine Nursey. Toll. So. Vielleicht, ey, kann ich doch nochmal mit Maria irgendwo hin, aber nee, ne? Die ist jetzt auch tot. Eddie ist tot. Maria ist weg. Meine Frau ist tot. Aber die sah voll aus wie meine Frau. Das checke ich noch nicht so ganz. Maria sah aus wie Mary. Los, Haare ein bisschen gefärbt und kürzer. Vielleicht wird das ja noch geklärt. Oh, das gibt mir so The Last of Us Keller-Feelings. Kennt ihr diese Szene mit dem Generator unten? Ja, wirklich.
Boah, Mann, ich will eigentlich gar nicht, dass das Game vorbei ist. Ich finde das Spiel so genial. Ich wusste auch nicht, dass sie das so machen wie Resident Evil mit diesen, na, du musst Items collecten, dann kommst du dort weiter, dann musst du Rätsel lösen, dann musst du kämpfen. Ich liebe solche Art von Games. Das ist richtig cool. Und auch, dass das Spiel so lange geht. So viele Bereiche, die Apartments, das Krankenhaus, das Hotel. Das Gefängnis. So stark. Das sieht nach einem Ausgang aus. Hier scheint schön die Sonne rein, hoffe ich. Ah, es brennt. Es ist doch keine Sonne. Ups. Hoppla. Oh, Angie ist hier. Wieso macht ihr den hier? Hab reingeguckt. Mama? Nee. Mama. I was looking for you. Ich? You're the only one left. Maybe then I can finally rest. Mama. Sorry, what's ich... wrong? Wait. You're not my mama. It's you. Sorry. Hättest du Bock mal von dem Feuer, von der Feuertrippe aufzustehen? I think you were right. What we're looking for, it's not here. Not anymore. Thank you for helping me earlier. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserve what happened. No, Angela, that is not true. Don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me. Will you love me? Care for me? Heal all my pain? That's what I thought. Oh man, James. Sie will ihr Messer zurück, oder? Give me back the knife. Oh no. No, I won't. Saving it for yourself. Have it your way. It doesn't change anything. Boah, ihre Story finde ich auch so unfassbar traurig einfach. No. So mit dem Papa und so und ich finde ihre Mama nicht. It's hot as hell in here. You see it too? For me it's always like this.
Oh nein, ich weiß jetzt nicht, ob sie in die Flammen gelaufen ist, um sich das Leben zu nehmen. Was geht schon wieder für eine Party vor meiner Tür? Boah, das macht mich so traurig mit den Charakteren hier. Die haben alle so eine krasse Story und die sind auch alle noch so jung und... Achso, sie hat ihn selber umgebracht. Okay. Ey, aber verdient. Aber es ist halt trotzdem schlimm. Hey, Sora, was geht? Ich suche halt immer noch meine Frau, ne? Ich suche die immer noch. Keine 12, die cleared out. Kann aufgeräumt werden. Habe ich sie im Hotelzimmer umgebracht? So, stellt sich jetzt noch die Frage, wer ist der Pyramidenmann? Wie wurden die Monster erschaffen? Hat das was mit James zu tun? Weil ihr meintet hier, das sieht seine Till anders. Ich sehe halt weibliche Monster, die ich umbringe die ganze Zeit. Yo, Mary, bist du hier? Oh, rote Fenster nie gut. Oh, das ist ein fettes Speicherblatt, okay. Jetzt habe ich mitgekriegt, Rookie. Das dachte ich mir sofort, als ich den gesehen habe. Zwei Menschen in einem Bett, eine größere Person oben, die etwas kleinere unten. Das, ja, furchtbar. Oh, könnte das Mary sein, Maria? James! Oh, Mary! Aber als... Leave her alone! Leave us both the hell alone! Es ist Maria, aber stand Mary da gerade, oder? Oh, nochmal ein Messer rein, die Alte! Hey Digitus, was geht ab? Macht er die jetzt zu einem Monster? Das ist eine ziemlich große Kampffläche. I know what you are. I know why I needed you. But it's all over now. I don't need you anymore. Oh, es gibt mehrere davon. I'm ready. Yo. Wieso? Yo? Hätte nicht einer gereicht irgendwie? Yo?
geil, ich habe ja gar keine Munition. Ich habe keine Munition. Ah, achso. Ah, achso. Jetzt. Okay, wieso haben die sich jetzt gedacht? Hm? Okay. Ja, die haben sogar die Sperre geworfen. Ja, ich habe mir auch gedacht, dass die Viecher sowas wie die Richter sind irgendwie für meine Taten, weil der kam immer zum passenden Zeitpunkt irgendwie. Aber warte mal, wo ist denn die Mary hin? Maria, die ist ja gar nicht mehr. Ja, sowas wie ein Gewissen, ne? Kann ich mir jetzt eine Tür aussuchen? Warte mal, gibt es verschiedene Enden oder so? Ah, okay, puh. Ich dachte schon. Nimm die Tür und du hast ein schönes Ende. Nimm die Tür und du stirbst. What do you want, James? Flowers? I don't want any damn flowers.
Just go home already. Look at me. I'm disgusting. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. It'd be easier if they just killed me. Oh. But I guess the hospital's making a nice profit off of me. Why are you still here? I told you to go! Are you deaf? Don't come back! Deswegen sehe ich wahrscheinlich immer weibliche Monster. Wait. Please. Don't go. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please. Tell me you'll be okay. Tell me I'm not gonna die. Oh, voll schlimm, ey. Wow. Help me. Boah. Wissen wir, was ich für eine Krankheit hatte? Krebs? Oder so? Boah, ey. Wahrscheinlich sieht er deswegen immer die weiblichen Monster, so Krankenschwestern und so. Weil die Frau ja im Krankenhaus lag. Wir finden hier nochmal Munition. Wir finden hier sehr viel Munition. Warum? Für die Heimfahrt? Ey, ich meine, nehme ich, aber... Oh Gott, was kommt jetzt für ein Big, Big Kampf? Sag mir jetzt bitte nicht, ich muss gegen dieses Maria-Vieh kämpfen. Form zwingt den Geist. Oh. Was passiert hier jetzt? Mann, das Game ist übelst traurig. Also ich wusste, dass es traurig wird, aber boah, die Charaktere, die Stories, heftig. Also, ich habe das Gefühl, dieser Pyramidenkopf hat jetzt die Maria nochmal zu so einem Monster gemacht. Die lag an so einem Gestell, so ein verrostetes. Hat die jetzt vielleicht zu einem Monster gemacht? Oh, meine... Mary! Oh. Mary? Die
die bis jetzt voll auf mich abgesehen haben, oder? Ich meine, ich habe sie umgebracht, vielleicht will die sich rächen oder so. I have missed you so much. I've missed you too. We can finally be together. Forever. Sie will mich umbringen, oder? No. Nein. Oh, das wird dir nicht gefallen, James. James. Honey. What's wrong? I'm sorry. I know you tried. James, please. But she's gone. I know that now. Stop it. And I can't just keep pretending. Shut up! What do you want? Do you even know anymore? I'm yours. I'm here for you. So what if I'm not her? Okay. Ist nicht die echte. I can give you what she never could. I can be better than her. Jetzt geht mein... What else do you want me to be? Ach, deswegen haben wir auch Maria gesehen. Was ja Mary ist, oder? Hey, Mike. Sorry, Maria, I really am. Maria. But this has to stop. Ja, das ist Maria jetzt. It's time to let it go. Ach, James, wir hätten sie wenigstens mal noch knattern können. Oh, jetzt wird die richtig sauer und ausrasten und... No. Ah, seht ihr? What? I won't let you do this to me. I won't let you go. Okay. I can't! Okay. Yo! Ja, aber... Also... Aber warum ist dann Maria immer und immer wieder gestorben von diesem Richter? Sie einfach fliegen. Aua. Die Arme, einfach mal nicht drauf. Nice. Ich brauche mal eine Heilung. Ach so, ich hab nur eine. Okay. Oh, die Spritze! Schnell, James! Hallo, schnell! Komm schon, James. Nimm die Spritze noch mit. James! Perfekt, cool. Die brauchen wir jetzt auch direkt. Vielleicht war da oben noch Loot. Oh nein. Cool, 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 cool. Oh
Maul. Erstmal looten. Will ich mich jetzt umdrehen? Oh, todesdunkel hier. Gruselig. Alles voller Viehzeug. Wo ist sie denn? Alte, du, die macht mich fertig. Oh Gott, müssen wir jetzt den ganzen Kampf noch von vorne machen oder reicht aber oben? Bestimmt den ganzen Kampf, oder? Boah, also Heilung ist in dem Game eine Rarität, wenn du Heilung hast. Ah! Ah! Alles mit, los! Genau, sag ich, Profi. Doch nicht! Doch nicht! Aua, okay.
Rin? No! Nein, 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 ich bin gerade dabei, mich zu heilen. James, schmeiß rein. Alter! Die macht mich ja völlig fertig, du! Scheiß Rostgestell schon wieder. James. Oh. Warte mal, kann ich kurz looten? Warte mal kurz. James. Nee, warte mal. Warte. Ne? Ja, ich bin sofort da. Chill kurz. Okay, ja, geil. James. Mann, was denn? Ein Teil von mir. Jetzt sitze ich auf einmal wieder im Auto. Da war ich aber schnell zurück. I miss you so much. I tried. I really did, but I can't. I can't forgive myself for what I've done. I know this isn't what you would want. But I guess it doesn't matter anymore. Hab ich das schlechte Ende unlocked? You're not here. Are you? Wo ist das kleine Kind hin? In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you to come and see me. But you never do. So, I wait. Wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know. I've done a terrible thing to you. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic and ugly laying here. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it is. The doctor came today. Told me I could go home for a short stay.
It's not that I'm getting better. It's just that this could be my last chance. Even so, I'm glad to be coming home. I missed you so much. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Every time you come to see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Maybe I just disgust you. I'm so sorry. When I first learned I was gonna die, I couldn't accept it. I was so angry. I struck out at everyone I loved. Especially you. That's why I understand if you hate me. But I want you to know, I will always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. Well, this letter has gone on too long. So, I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. Which means that, as you're reading this, I'm already dead. But that's okay. I'm not afraid of it anymore. I just hope the pain will end soon. So that you remember me for who I was. And not what the disease made me. I want you to go on. I want you to live. For yourself. Die Memo kam ein bisschen zu spät. And for others. Like you did for me. James. You made me happy. Boah. Krank. Krank, krank, krank. Ich bin krass traurig jetzt. Oh mein Gott. Oh, ich wünschte, er hätte den Brief gelesen. Ich wünschte, er hätte den lesen können, bevor er ins Auto gestiegen ist. Wow. Verstehe ich trotzdem nicht ganz. Ist sie jetzt an der Krankheit gestorben oder hat er sie umgebracht? Er hat sie umgebracht, aber ich glaube, sie wäre sowieso gestorben. Let's go, Flint. Erklär mir, Flint. Oh! Wir haben 355 Gegner getötet. Fernkampfwaffen 100. Lieblingswaffe war mein Stahlrohr. Jo. Bin 20 Mal gestorben. Okay. Oh. Du hast den Zugang zum Modus Neues Spiel erhalten, indem du zusätzliche Objekte, Grafikpodium und Enden. Ah, es gibt hier auch mehrere Enden. Also hat das Game wie im Originalen auch 8 Enden. Oh, ich wünsche, ich hätte ein Happy Ending bekommen für James. Das Spiel war sehr, sehr krass. 8 Enden, wow. Hätte ich vielleicht so mehr Bilder und so finden müssen, oder? Wow, aber wirklich krasses, krasses Game. Ich bin wirklich traurig jetzt. Das wird ein Game sein, wo ich bestimmt noch, weil ich nicht drüber nachdenke, die Themen, die darin angesprochen werden, übelst heftig. Auch diese Charaktere, die darin vorkommen. Eddie, das kleine Mädchen einfach und Angie und das ist alles. Wow, das hat mich krass runtergezogen. Auch, dass man den Tod manchmal nicht aufhalten kann. Also, dass man ihn allgemein, man kann den einfach nicht aufhalten. Aber krass. Also, allererst Maria, sie hat nie wirklich existiert. Die einzige echten Personen in der Stadt waren James, Angela, Eddie und Laura. Die Monster Maria, der Pyramid Head, waren eine Manifestation von James Psyche. Okay. Sein Schuldbewusstsein, seine Reue, Angst, Verlangen und sein Egoismus. Okay. Ah, okay.
okay. Ja, ich dachte mir dann, der Pyramidenkopf ist sowas wie genau sein, sein Richter, sein innerlicher Richter. Krass. Als seine Mary krank war, wurde sie durch die Krankheit immer mehr entstellt. Die Medikamente haben ihr Leiden nicht aufhalten können, haben sie immer aggressiver gemacht und James immer verzweifelter und frustrierter. Okay. So wie sie in dem Brief geschrieben hat. Wahrscheinlich ekelst du dich vor mir, wahrscheinlich hasst du mich, ich sehe aus wie ein Monster. Boah, das tut mir auch so leid für die Mary, ne? Das ist einfach eine krank traurige Geschichte. Aber ich frage mich jetzt, wo ist denn dieses kleine Kind? Ich habe wirklich ein Bad Ending freigeschaltet, oder? Ich habe ein schlechtes Ende bekommen. Wow. Boah, das Video geht 45 Minuten. I was so tired. Oh, das ist ja schon anders. Da ist sie auf dem Bett. Mary? James. Jane. I've been waiting. It's been so long. Didn't you want to see me? Yes, more than anything. Oh, ich bin so traurig über mein Ende, das zerreißt mich einfach. That's not true, is it? Mary? You killed me, James. Ja. I did. I couldn't bear to see you suffer. Don't make excuses. Ja, ich glaube nicht, dass es deswegen war. Es war seine Psyche. You felt. You really hated me. Ah, okay. Didn't you? It's true, I may have had some of those feelings. It was a long 3 years. I was so tired. Wow. I guess I understand. I know I was a burden. You wanted a long, happy life. Ja, das tut mir auch so leid für sie. Weißt du, sie kann ja nichts für ihre Krankheit einfach. Und für ihn ist es auch schwer natürlich, aber... She? Mary, please, if I could... No. James. Those were the last... precious moments I had. How could I ever forgive you? Okay, dann kommt der Fight. James. Oh, wir sind in der Bar? Okay, deswegen ist auch die, weil Flint gerade schreibt, in einer Zeit hatte er Mitleid, Ekel, aber auch sexuelles Verlangen, was nicht befriedigt wurde, zu sehen an den Gegnern, die teilweise ein sexualisiertes Aussehen haben. Maria war die heile und vollkommene Version seiner Mary. Sie war die Antwort auf sein Verlangen, während Pyramid Head seine Reue und Selbstbestrafung war.
Sein Aussehen war von den alten Henkern, die damals in der Gegend für die Hinrichtung zuständig waren. Ah, deswegen war auch dieses Bild im Museum. Okay, das hier. Ah, deswegen ist die Maria so aufreizend gewesen, hat sich so an den Rand gemacht und so. Is what you've been looking for. Vor Laura steht da aber. Okay, er liest ihn nicht. Let's go. Wow. Aber die ist ja nicht echt. Die spielt ja nur in seiner Psyche, ne? Das heißt, er bleibt jetzt. Oh, okay. Bims 1 Lemina. Für drei. Warte, Stufe 3 für 5 Monate, Steffi? What the fuck? Holy shit, Steffi. Vielen, vielen, vielen Dank für ein Tier 3 Sub. Für 5 Monate direkt gekauft. Steffi, vielen, vielen, vielen Dank. Was zur Hölle? Die Kreditkarte brennt. Vielen, 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 vielen Dank. Du sorgst schon mal vor. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Was zur Hölle? Dankeschön. What? Better do some- das Husten ist ein erstes Zeichen dafür, dass seine Selbstlüge nicht lange halten wird. Ja? Ah, er spricht es aber direkt an. Ach, okay, krass. Also, ja. Okay, dann haben wir nochmal das hier. Das hatte ich das Ende. Das ist mein Ende. Was ist denn das? Hä? Was ist das für ein Ende? Also ich muss sagen, das Ende, was wir hatten, ist, glaube von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, das Beste. Weil er das eingesehen hat. Also ich finde es natürlich schade, dass er sich trotzdem das Leben genommen hat, aber das mit dem Brief und so. For yourself and for others. Ich denke auch, das Liefende, ja. Like you did for me. Aber ich finde es schade mit dem Brief. Ja, das Schlechteste, ja. You made me happy. Also der Brief hat mich krass berührt, ohne Scheiß. Ich werde noch lange nachdenken jetzt über das Game. Aber was ist dieses Ende? Was ist das? Hä? Ach, Leaf endet mit dem Kind. Ah, oh, ja, okay. Fuck, ah, shit. Was ist das? Nie. Donye Maje Bitch Pravda. Und wieso klingt das so russisch? Hä? Einfach einen Hund kaufen, ja? Ach, warte mal, wir haben doch auch. Haben wir nicht auch einen Hund umgebracht? Nee, irgendjemand hat einen Hund umgebracht. Ich check halt gar nichts mehr. Ja, das Tape haben wir aber auch gesehen. Ah, nee, doch nicht.
Ah, schon Eddie war das mit dem Hund, ja. Promise you'll take me again, James. I promise. Ja. Ja, Tab ist anders. Oh, der Gesichtsausdruck. James, honey, did something happen? Oh, no, it's fine. Everything's fine. Ich frage mich, wie erreicht man denn die Enden? So mit den Tapes und so, die, also nicht Tapes, aber so Polaroids, die ich sammle und so? Was muss man machen, um die Enden zu erreichen? Ja, okay. And they still grant power to those who venerate them. Power to defy even death. Ah, stimmt. Vielleicht ist es wirklich das beste Ende. Man würde die, die Laura, hieß sie, die mitnehmen. Weil die wurde ja auch von der Mary so geliebt. Und sie ist ja sowieso eine Waise. Also, ja. Für das andere Ende, für das Leave-Ende muss James gesund bleiben und Verbindungen zu den anderen Charakteren meiden. Aber wie mache ich das? I tried. I really did, but I just... I can't go on without you. I can't forgive myself for what I've done. I know. Aww. What's wrong, honey? Boah, tut mir so krass leid. Das ist so eine traurige Geschichte einfach. I miss you so much. I'm sorry. I am so, so sorry. It's okay. I've always been waiting for you. Ist das Wasserende das, was ich hatte? So oft roter Rand. Hey! Hallo!
nicht gecheckt, ist er bei dem Ende jetzt davor, ist er einfach losgefahren? Also er ist auf jeden Fall nicht gestorben. Ja? Oh wow. Mandy-Style. Ah super, also habe ich wieder das schlechte Ende unlocked. Super, wir freuen uns noch darüber. Und was ist das jetzt schon wieder? Also ich habe das Ende mit dem Hund jetzt auch nicht gecheckt. Jetzt kommt ein UFO. Hä? Es ist UFO das neue Ende. James, what is this? Du bist ich? Was ist das? Ich bin der richtige Du. Ah, ich bin der echte Du. Ach, der aus dem Original anscheinend. Nein, kann nicht sein. Es stimmt schon. Du warst die ganze Zeit mein Klon. Aber jetzt ist es Zeit, nach Hause zu kommen. Space James. Hä? Jo, einfach IT oder was? Endlich. Alles so, wie es sein sollte. Jetzt können wir endlich zusammen sein. Hä? Mary. Wie schräg. Ende. Finn. Hä? Oh. I'm sorry. Don't be. Ah, so sah sie aus. You. Oh. You wanted the pain to end. Nein. Yeah. You did. But that's not why I did it. Ach, krass, Alter, boah. Wow. The truth is, I hated you. Huh? I wanted you out of the way. Huh? I wanted my life back. If that's true, then why do you look so sad? Mary. It's okay, James. Here. It's what you've been looking for. Ich verzweifle, wenn du damit eigentlich nicht mehr klarkommst und du willst, dass es endet. Ja, es ist einfach ein todtrauriges Thema. So, deine Frau ist krank und du kannst den Tod nicht aufhalten und du willst aber auch irgendwie, dass es dann vorbei ist, weil der ganze Schmerz und oh, es ist, ja, es ist ein crazy Thema einfach. Aber warum ist das Kind in Silent Hill? Was hat das Kind gemacht, dass es in Silent Hill ist? Sie hat Mary gesucht. Also muss man jemanden umbringen, um dort zu landen. Einfach nur so Probleme.
Er hat sich eigentlich vorgenommen, Laura zu adoptieren. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. Boah, wie schön das aussieht ohne den scheiß Nebel. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you to come and see me. But you never did. But you never do. Du, meine ich. So, I wait. Wrapped. Boah, das ist so traurig. Pain and loneliness. I know. I've done a terrible thing to you. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic. Die Möglichkeit, dass Laura nicht real ist. Ich finde es auch so krass, dass echte Menschen, also dass ja Eddie und so, die waren ja auch echt. Das war ja keine Einbildung. Das finde ich auch krass, dass man in Silent Hill echte Menschen treffen kann. Here. Every day I stare up at the cracks in the ceiling and all I can think about is how unfair it is. The doctor came today. Told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this could be my last chance. Okay, den Brief kennen wir ja. Who I was. And not what the disease made me. I want you to go on. I want you to live. For yourself. And for others. Like you did for me. Oh, das wäre wirklich schöner gewesen, das Ende. Guck mal. James, you made me happy. Oh, das wäre ein schönes Ende gewesen mit den beiden. Ich finde es krass, dass du einfach so dahin gehen kannst nach Silent Hill und jeder sieht das anders so. Das finde ich so krass. Sehr viele Theorien, auch einer, dass die Frau die Leiche im Auto auf der Rücksitz legt, weil da wohl etwas zugedeckt ist. Ja, der hat so zurückgeguckt, ne? Wow. James telling Maria that she better do something about that cough, also diesen Husten, is so sinister, holy shit, stimmt. Dieses Ende mit Maria, wo sie anfängt zu husten und er sagt ihr das, better do something about that cough, ist so krass. Es ist wirklich ein krasses Spiel gewesen. Und ich habe trotzdem noch Fragen, aber es ist wirklich, ich werde mich doch mal belesen und so. Ich muss es jetzt so erstmal verarbeiten. Ich finde es sehr, sehr krass.